Von einer Sprache in die andere zu übersetzen, unbekannte Buchstabenfolgen in bekannte Wörter zu übertragen und diese dann im Handumdrehen verstehen. Ein Kinderspiel, seit es im Internet auch über verschiedene Apps Programme dafür gibt. Viele funktionieren so gut, dass sie einen Simultandolmetscher ersetzen. Dumm nur, wenn die Sprache, um die es geht, nur von wenigen Menschen auf der Welt gesprochen wird und es selbst innerhalb der Familie Verständigungsschwierigkeiten gibt. Ein Bremer Student aus dem afrikanischen Benin hat seine Muttersprachbarriere jetzt mit künstlicher Intelligenz überwunden. Frido Essen. Eine neue Sprachnachricht von seiner Mutter aus dem westafrikanischen Benin. Sie sagt in der Regionalsprache von, dass sie ihn vermisst. Noch vor kurzem hätte Bonaventure Dossou nicht alles verstanden. Denn der Student spricht von nur mäßig. Er verbrachte 6 Tage die Woche in der Schule und sprach dort die Amtssprache Französisch. Auch im Internet war von nicht zu finden. Wenn wir uns Google Translate anschauen, dort gibt es nur 15 afrikanische Sprachen. Aber in ganz Afrika gibt es mehr als 2000 Sprachen. Als er zum Data Engineering Studium nach Europa ging, konnte er mit seiner Mutter nur schlecht kommunizieren. Um sich zu helfen und seiner Mutter sagen zu können, wie sehr er sie vermisst, schrieb er ein intelligentes Übersetzungsprogramm und die passende Font-Tastatur dazu. Eine Pionierleistung für Afrika, sagt sein Professor. Es gibt natürlich keine bessere Motivation, als die Mutter verstehen zu wollen. Und ich habe jetzt auch sein Programm angeschaut. Die sind wirklich sehr hervorragend auf höchstem Niveau geschrieben. Ein großes Problem für den Studenten war, dass es kaum geschriebene Dokumente auf Fon gibt, außer einige wenige von Missionaren geschriebene Bibeltexte. Mit denen fütterte er den Computer und schrieb zusätzlich tausende Menschen in Benin über Social Media an und stellte eine Frage. Welche sind die 20 Sätze auf Fon, die Sie am häufigsten benutzen? Sie sollten die Sätze und die französische Übersetzung schicken. So hat sein selbstlernendes Programm mittlerweile mehr als 25.000 Sätze. In Benin berichtet inzwischen das nationale Fernsehen, aber auch die BBC über den Studenten der Bremer Jacobs University. Er wird zu internationalen Tagungen eingeladen. Seine Software wird demnächst auch für regionale nigerianische Sprachen genutzt. Und weitere Länder haben Interesse. Er ist froh, wenn durch seinen Impuls bald weitere afrikanische Sprachen folgen. Denn wenn wir Afrikaner es nicht tun, tut es niemand. Das Wichtigste ist allerdings, dank seines Programms kann er die Nachrichten seiner Mutter inzwischen auch auf Fon beantworten.